Als langjährige Nummer 2 ist er zur Nummer 1 aufgestiegen. Mit seinen Glanzparaden hält er der FC Sitte immer wieder im Spiel. Er steht im Goal vom FC Sitte, heute ist er aber hier mit uns. Herzlich willkommen, Steven Deana. Herzlich willkommen, Zuhörer und Zuschauer daheim. Steven, am letzten Spiel gegen IB ist nicht ganz rund gelaufen. Man hat verloren, obwohl man besser hat gespielt. Wie ist man damit umgegangen nach dem Spiel? Ja, es war natürlich sehr schwierig für uns. Wir haben ein gutes Spiel gezeigt und wir haben leider ein blödes Goal bekommen. Da muss auch ich sagen, beim ersten Goal da nehme ich das Goal auf meine Kappe, weil es ist Goalie-Ecke. Auch wenn der Ball scharf ist, dann muss ich den Ball haben. Und dann hat die Mannschaft sehr gut reagiert. Nach 20 Sekunden haben wir den Ausgleich gemacht, dann haben wir viele Chancen gehabt. Und leider haben wir dann 10 Minuten vor Schluss noch das Goal bekommen. Und jetzt müssen wir halt einfach daraus lernen und analysieren. Jetzt die 2 Wochen in der Nazi-Pause haben wir ja genug Zeit. Und dann werden wir das nächste Spiel gegen Zürich in Angriff nehmen. Der Kostereinhalt, das Goal ist das eine, das andere und das fast Wichtigere beim FC Sitte ist das Goalschießen. Da hapert es einfach immer wieder. Was sind die Gründe aus deiner Sicht? Ja, im Moment fehlt vielleicht auch ein bisschen das Glück. Ich meine, wir haben Chancen, wir haben sehr gute Spieler, wir arbeiten sehr gut, wir haben auch einen Offensivtrainer. Also wir haben wirklich alles, wir machen auch alles. Es fehlt auch ein bisschen das Glück, aber das wird auch kommen und wir arbeiten jeden Tag für das. Wie ist denn so ein Goal hinterschickt? Man hat den Kasten im Griff, in der Defensive läuft es und vorne da brennt es, aber es will nicht rein. Als Goalie hat man nicht manchmal das Verlangen, selber nach vorne mitzustürmen und Einfluss zu nehmen? Nein, ich glaube, ich habe da das Vertrauen von meinen Stürmern. Also, das ist klar. Ich meine, wir haben viele Chancen. Sie arbeiten sehr viel, sie machen sehr gut. Wir haben auch, es ist ja nicht so, dass wir jetzt gar kein Goal schiessen. Wir haben auch unsere Goal gemacht. Wie auch gegen Aarau, wo wir 2-0 hinten waren, haben wir da reagiert und 2 Goal gemacht. Das ist ja nicht immer einfach. Und ich sage wie schon, wir arbeiten jeden Tag und das wird kommen, weil wir haben die Qualität, wir haben die guten Spieler und das wird kommen. Es ist immer wieder das Thema, der FC Sitte hat alles Ballartisten, Ballvirtuosen, Einzelspieler, hervorragende, aber x-mal kommt das Thema, ist es ein Team der FC Sitte? Ist ein Zusammenhang da, eine Mannschaft? Ja, wir haben eine sehr gute Ambiance unter uns und jetzt, man sieht es glaube ich jetzt in dem Spiel, dass wir zu einer Mannschaft zusammengewachsen sind. Wir arbeiten wirklich jede Woche arbeiten wir zusammen, wir machen viele Sachen untereinander und das wird gut kommen. Es ist eine multikulturelle Truppe zwischen Schwarzafrikanern, Schweizer, Franzosen etc. etc. Du stehst mit drin als Deutschschweizer in dem Sinn. Ja, wie nimmst du das wahr? Ja, zuerst einmal eben Deutsch, also Schweizerdeutsch kann ich nicht gross reden. Also ich rede eher Französisch, Englisch und ja, das hilft natürlich einem auch, da lernt man ein bisschen Sprache. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt wirklich Gruppen haben, dass die nur miteinander reden. Also wir können jeder mit jedem reden. Also da redet jeder mit jedem und wir haben wirklich ein sehr gutes Verhältnis untereinander. Natürlich gibt es gewisse Gruppen, Englischgruppen, die vielleicht ein bisschen Englisch miteinander reden oder so. Das ist ja normal, das hat jede Mannschaft. Aber grundsätzlich haben wir es sehr gut untereinander. Und da merkt man auch den kulturellen Unterschied, merkt man eigentlich auch nicht gross. Als Zürcher via Wetzikon, GC, mit dem Abstecher nach Liechtenstein zum FC Sitte gelotst. Wie kommst du überhaupt auf die Idee, nach Sitte zu kommen? Eben aus der Deutschschweiz in einen welschen Kantonsteil, wo eine Multikulti-Truppe am Werk ist. Ja, Sion hat natürlich einen guten Ruf. Es ist eine gute Mannschaft. Und wenn man die Chance hat, zum FC Sion zu gehen, dann muss man die auch nutzen. Und ich kann auch sehr davon profitieren, dass wir wirklich sehr gute Goalie-Trainer hatten. Wir haben immer gute Trainer gehabt. Also es war wirklich eine gute Chance für mich. Und jetzt bin ich auch schon fast 5 Jahre hier bei Sion und ich bin immer noch glücklich. Du scheinst ein sehr geduldiger Typ zu sein. Du bist gekommen vor bald 5 Jahren, wie du es sagst. Hast du so lange gewartet für deinen Einstand als Nummer 1? Seit bald einmal 10 Spielen bist du dabei. Woher kommt die Geduld? Ja, Geduld. Ich bin 19, 20 gewesen. Da kann man nicht gerade einfach sagen, ja, jetzt will ich spielen, jetzt will ich Nummer 1 sein, da muss man dafür arbeiten. Und ich hatte eben das Glück, dass ich immer sehr gute Goalie-Trainer hatte, auch mit Pascolo, Lehmann, Crevosier. Da konnte ich wirklich immer sehr gut profitieren und sehr gut lernen. Vielleicht wäre ich vor 4 Jahren noch nicht bereit gewesen, um in der Super League zu spielen. Und ich habe wirklich jeden Tag mit dem Pascolo, eben auch mit dem Lehmann und Crevosier immer gut arbeiten. Und die haben mich auch dann vorbereitet für die Super League. Also bist du wegen der guten Goal-Trainer nach Sitte gekommen?
Allgemein, weil das FC Sion sehr einen guten Ruf hat, auch weil sie, es ist eine gute Mannschaft und es hat auch gute Goalie-Trainer und es und, hat auch immer gute Goalies gehabt und das hilft auch für die Entscheidung. Goaltrainer, vor allem Pascola und Lehmann, zwei grundsätzlich verschiedene Typen, zwei Supergoalie, zwei Ex-Nationaltorhüter. Was ist der Unterschied am größten gewesen? Also der Unterschied zwischen diesen zwei ist natürlich, der Pascola ist eher der ruhiger und der Lehmann ist eher der impulsiv, der, der auch mal ein bisschen schreien kann. Aber beide haben eine ähnliche Philosophie und bei beiden ist es sehr wichtig, dass man immer konzentriert ist, dass man immer 100% gibt im Training, man darf nicht einmal nachlassen. Und da kann man natürlich sehr viel lernen, weil im Match nachher ist es auch wichtig, dass man dann 90 Minuten konzentriert ist. Und das habe ich bei diesen beiden natürlich sehr gut lernen und das hat mich auch sehr weitergebracht. Das hat man gesehen. Dein Einstand ist eigentlich hervorragend vonstatten gegangen. Die ersten paar Spiele, kann man sagen, makellos, tadellose Leistungen. Jetzt in den letzten ein, zwei Spielen ist der eine oder andere Parade nicht ganz gelungen. Wie geht man damit um? Ja, so ist Fußball. Ich meine, wenn man fehlerfrei spielt, dann gibt es fast nicht. Ich meine, jeder grosse Goalie macht Fehler, jeder darf Fehler machen. Wichtig ist, dass man dann daraus lernt, dass man das analysiert und dann weitermacht und eine Reaktion zeigt. Wie bist du überhaupt ins Goal gekommen? Ich meine, als kleiner, als junger Bub träumt jeder gesund Bub an die Ballen dran zu schlagen. Und ja, irgendeiner muss ja dann die Kiste oder besser eben ins Goal. Warum bist du ins Goal gegangen? Ja, bei mir hat es so angefangen. Mein Vater war schon Goalie früher und damals habe ich seine alten Sachen bekommen, sein altes Goalie-Trikot und seine alten Händchen. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt will ich auch Goalie sein. Und das hat mir eigentlich sehr gefallen. Ich meine, man kann rumgumpen, man kann den Ball wegfusten, man kann auch ein bisschen verrückt sein. Weil, ich meine, man sagt, jeder Goalie ist ein bisschen verrückt und da darf man auch ein bisschen verrückt sein. Und das hat mich auch sehr gereizt. Und darum bin ich auch im Goal geblieben. Wo merkt man am Steven Diana, dass er eben ein bisschen verrückt ist? Ja, ich glaube, man muss auch den Unterschied sehen. Wenn man, vielleicht bin ich neben dem Platz eher ein bisschen ruhiger, aber wenn ich dann im Goal bin, dann muss man natürlich schon zeigen, dass man Personalität hat, dass man kann schreien kann, wenn man etwas sieht, dass man zu viel redet, dass man... Ja, man muss auch verrückt sein als Goalie, weil man darf nicht irgendwie ängstlich sein oder... man muss auch zeigen, dass man da ist und dass auch die anderen dann auch Respekt haben von dir und dass da... Nächstes Mal, wenn sie in den Zweikampf gehen, dass ich sage, oh nein, da ist nicht der Goalie, der ist gefährlich, da gehen wir besser nicht hin. Du hast eigentlich schon eine grosse Vergangenheit hinter dir. Du warst in der Nationalmannschaft der Junioren-Goal, bist in der Challenge League, bist jetzt in der Super League im Moment als Stammtorhüter. Was sind denn so deine Ziele längerfristig? Ja, meine Ziele sind natürlich jetzt zuerst einmal, dass ich Spiel für Spiel kann der Mannschaft helfen, dass wir mit Sion jetzt da hinten wegkommen. Und da bin ich sehr optimistisch, weil wir machen es im Moment sehr gut eigentlich. Und da bin ich sehr optimistisch, dass wir da wieder rauskommen. Und längerfristig, das wird sich dann ergeben. Jetzt will ich nicht irgendwie für die Zukunft reden, weil im Moment gilt er nur für Spiel zu Spiel schauen beim FC Sion. Das ist im Moment das Wichtigste. Diana ist ja ein italienischstämmiger Name. Italienische Liga, das Thema. Ja, das reizt sicher, aber eben, im Moment schaue ich nur für den FC Sion und da mache ich mir überhaupt keine Gedanken für irgendwie Ausland oder Zukunft, weil im Moment ist wichtig, dass wir als Mannschaft zusammenstehen beim FC Sion und da aus dem Zug rauskommen. Ja, das ist wirklich dringend nötig, zusammenstehen. Am Ende ist man Execo Zweitletzte, hat Anfang Saison noch von europäischen Ligen oder Fußball geträumt, sagen wir mal so. Vielleicht sogar Champions League, Europa League. Im Moment ist man ein bisschen auf einem anderen Niveau. Ja, ich sage jetzt eben, wir arbeiten jetzt wirklich gut zusammen. Wir sind mit dem neuen Trainer gespannt. Immer wirklich, machen wir es immer gut. Wir arbeiten sehr gut. Wir arbeiten sehr viel im taktischen Bereich. Und das sieht man jetzt auf den Plätzen, dass wir da wirklich Fortschritt gemacht haben und dass da etwas anwächst. Und jetzt gehen wir natürlich Woche für Woche geben wir immer alles, machen weiter, trainieren und machen natürlich auch Fortschritt. Und das wird man dann auf den Plätzen sehen. Das Thema Goal, du als Torhüter, gibt es auch Idole von dir, Vorbilder, die du in der Jugend vielleicht nachgeeifert hast oder noch immer nachgeeifert? Ja, klar ist, dass mein Idol, als ich noch ein bisschen jünger war, das ist Oliver Kahn gewesen. Das ist klar. Ich meine, der ist ein unglaublich Verrückter gewesen. Ich meine, der hat eine unglaubliche Ausstrahlung gehabt und das muss eigentlich jeder Goalie haben, dass er wirklich das, so kann man etwas erreichen. Und im Moment ist es natürlich auch der Manuel Neuer.
weil er ist ein sehr moderner Goalie. Von ihm kann man sehr viel lernen. Ich schaue praktisch jedes Spiel von ihm und da kann man auch sehr viel lernen. Welche Liga fasziniert dich am meisten im Ausland? Sei es einfach als Zuschauer oder einfach als Mitverfolger? Also am meisten imponiert mir die Bundesliga, weil die immer volle Stadien, immer ein hohes Niveau und spielen guten Fußball und natürlich auch sehr gute Goalies. Und das ist natürlich ein Ziel von jedem Goalie, denke ich mal. Die Schweiz selber ist eigentlich auch immer wieder mit sehr guten Goalie bestückt. Jetzt ist im Moment der Jan Sommer, der die Nummer 1 trägt, der international auch hervorragend spielen tut. Also warum hat die Schweiz immer gute Goalie? Was denkst du? Ich glaube, wir haben auch sehr gute Juniorenarbeit. Wir haben sehr gute Goalie-Trainer in der Schweiz. Und das ist, glaube ich, ausschlaggebend, dass wir da auch gute Goalies rausbringen. Wie ist das Training jetzt beim FC Sitten? Goalie-Training, taktisches Training, das Trainer-Duo aus Majic-Tries zum einen, für die Feldspieler oder die ganze Mannschaft, das andere, der Pascolo als Goalie-Trainer. Wie funktioniert das im Alltag? Wie sieht das Training vom Goalie aus? Ja, es ist meistens so, dass wir Anfangstraining mit dem Marco zusammenarbeiten, mit dem Pascal zusammenarbeiten. Und da haben wir vielleicht mal 1,5 Stunden, 45 Minuten, das wird abgesprochen vor dem Training. Und natürlich müssen die Goalies auch mit den taktischen Arbeiten mitmachen, eben wie die Mannschaft steht, mit der Defensive mitgehen. Das wird untereinander abgemacht. Jeden Tag wird das besprochen, wie wir das machen. Und das klappt sehr gut. Gibt es für Torhüter mit dem FC Sitten oder allgemein auch Mentaltraining Spezielles? Unser Mentaltraining ist das Training mit dem Pascolo. Ich meine, er fordert uns wirklich sehr jeden Tag und er will immer eine Höchstleistung von uns. Er will, dass wir immer 120% parat sind im Training. Und da kann er auch laut werden, wenn du nicht parat bist. Aber das ist klar. Ich meine, wir trainieren 2 Stunden am Tag und die 2 Stunden am Tag muss man einfach parat sein. Das ist einfach so. Eine spezielle Situation beim FC Sitten ist sicher auch das Trainerduo und das Trainergespann. Es ist immer ein Kommen und ein Gehen mit diesen Trainern. Wie hast du das jetzt erlebt in den 4,5 bis fast 5 Jahren? Wie viele Trainer hast du mitverfolgt oder miterlebt? Ja, das ist natürlich ein bisschen speziell in Sion, aber dazu wollte ich eigentlich auch nicht groß etwas sagen. Das ist die Sache vom Chef, vom Herrn Gonzate. Und das respektiert man natürlich als Spieler. Ich wollte nur sagen, dass es im Moment sehr gut klappt mit unseren Trainern. Dass das sehr gut funktioniert, das harmoniert sehr gut und so können wir auch sehr gut arbeiten. Trainer ist der Cheftrainer, einer ist der Chefmanager. Welches ist der eigentliche Boss von diesen beiden Trainern, Dries Majic? Ich glaube, sie arbeiten beide zusammen. Die machen alles zusammen, die besprechen das miteinander. Und das funktioniert so. Der Pascolo, wie viel hat der Einfluss auf das Trainerduo? Der Pascolo arbeitet dann mehr mit den Goalies zusammen. Schon klar, tut er absprechen wegen der Trainings, wie er jetzt Goalies kann haben oder nicht, oder wenn er sich trainieren kann. Aber eben, hauptsächlich arbeitet er mit uns Goalies zusammen. Du hast deinen Einstand gegeben mit Glanzparaden, mit super Match, wirklich tolle Leistungen. Trotzdem im Hintergrund das Wort Vanins. Wie gehst du damit um? Ja, eben, der Vanins ist auch da, ist ein sehr guter Goalie, ist auch ein guter Kollege von mir. Und im Moment denke ich nicht an das, ich denke an meine Leistungen. Und das andere sollte mich eigentlich interessieren. Ich muss auch auf mich schauen und meine Leistung bringen und ich will auch der Mannschaft helfen. So. Wenn ich an andere Sachen denke, dann ist man nicht konzentriert und dann hilft das einem auch nicht weiter. Also denkst du nie an andere Sachen, zum Beispiel Hobbys oder Freizeit? Neben dem Fußball sicher. Ja, ich kann auch mal gerne Tennis spielen oder sonst so Sachen, das mache ich sicher gerne. Also da denkst du doch ein bisschen an. Ja, aber ich sage, während dem Fußball, während dem Training und während dem Match, da denke ich ja keine andere Sachen. Da wollte ich mich nur aufs Fußball konzentrieren. Alles andere, das hilft einem nicht weiter. Da muss fokussiert sein und ich meine, man hat 2 Stunden am Tag Training und die 2 Stunden das sollte man anbringen, dass man da nur an Fußball denkt und nicht an andere Sachen. Das Hobby zum Beruf gemacht, 22 Stunden bleiben noch übrig neben den 2 Stunden Beruf. Was macht der Steven Diana in der restlichen Zeit? Ja, also eben als Fußballer hat man natürlich viel Zeit neben dem Fußball. Und die wollte ich auch nutzen dafür, dass ich jetzt da so ein Fanstudium machen, dass man einfach etwas an der Seite vom Fußball auch hat, dass man weiß ja nie, es kann schnell gehen, mit einer Verletzung kann man schnell da weg vom Fenster sein, dass man etwas auf der Seite hat, ist sicher immer gut. Und die Zeit wollte ich nutzen, dass ich da etwas Schulmäßiges machen kann, dass ich mich da weiterbilden kann. Gibt es denn noch Hobbys neben Schule und Beruf Fußball? Eben, wie gesagt, ich spiele sehr gerne Tennis. Also wenn ich einen Partner habe, der Tennis spielen kann, dann spiele ich auch. Bitte melden also. Ja, eben, wenn es einen gibt. Ich bin parat. Und auch sonst so Sachen. Eben, im Sommer gehe ich auch gerne in die Bade schwimmen und so Sachen. Also ich gehe gerne ab und zu ins Fitness. Und, also viele verschiedene Sachen also gibt es da.
Du wohnst im Mittelwallis, als Deutschschweizer gibt es nie Heimweh? Nein, Heimweh eigentlich nicht, weil ich fühle mich sehr wohl. Ich bin jetzt auch schon 4,5 Jahre hier im Wallis und ich fühle mich wirklich sehr wohl da. Und eben, ich habe jetzt Französisch gelernt, ich rede relativ gut Französisch, das ist natürlich auch immer schön. Ich habe meine Kollegen da, da ist wirklich alles gut. Und wenn ich auf Zürich, wenn ich Heimweh habe, dann habe ich 2,5 Stunden mit dem Auto, kann ich am Wochenende mal heimgehen. Kontakt mit der Familie, wie läuft das hier im fernen Westen? Ja, wir telefonieren halt und eben, vielleicht zweimal im Monat gehe ich zurück auf Zürich. Also mal Hoi sagen, gehe alle besuchen und sonst eben, sonst gibt es Telefon, Skype oder sonst so Sachen. Was war bis jetzt dein schönster Erfolg in deiner Karriere, nach junger Karriere, darf man ewig sagen? Natürlich mein Debüt in der Super League und jetzt, dass ich ein paar Spiele können spielen in der Super League, das ist natürlich ein Traum, der von mir in Erfüllung gegangen ist. Und ja, das ist eigentlich das Schönste, was mir jetzt passiert ist in meiner Karriere. Man weiss als Fußballer und als Goalie erst recht nicht, nie, wie es weitergeht. Gibt es auch einen Plan B? Beim Steven Diana im Fall, dass man im Fußball irgendwann mal zu Ende geht oder nicht weitergehen. Was wir nicht hoffen? Die? Nein, das hoffe ich natürlich auch nicht. Aber klar, wie schon gesagt, ich mache eben die Schule auf der Seite, dass man sich einfach mal etwas auf der Seite hat. Dass wenn eben, wenn es im Fußball nicht klappt, aber das denke ich jetzt überhaupt gar nicht. Dass man dann sicher etwas hat und nachher das wird sich ergeben, was ich dann mache. Im Moment läuft es ja ausgezeichnet. Wie ist das eigentlich? Bist du ein Fußballstar in Sitte oder bist du einfach lediglich der Goal vom FC Sitte oder eigentlich nur der Steven Diana? Nein, Fußballstar kann man nicht sagen, aber es ist natürlich schön in Sion, da wird man auch erkannt, da wird man auch angesprochen, wenn man gespielt hat. Das tut natürlich auch gut und das gibt Selbstvertrauen. Und wenn im Vergleich zum Beispiel in Zürich kannst du in der Stadt rumlaufen, da erkennt dich praktisch niemand. Das ist also schon ein Unterschied. Da sind Fußballverrückte in Sion und das tut natürlich gut und ist eben auch gut für Selbstvertrauen. Wie ist das jetzt konkret? Wie läufst du in der Stadt umeinander heute Nachmittag? Gehen wir einen Kaffee getrinken beispielsweise? Dann heisst, hey Steven, hey Diana. Wie fühlt sich das an? Wie geht man damit um? Als kleiner Bub will jeder irgendwann mal ein bekannter grosser Ronaldo oder Messi oder ein Diana sein. Jetzt bist du es, ja. Ja, eben, ich sage, das tut sicher gut. Ich meine, da kann man niemand sagen, dass das nicht gut tut, wenn man erkannt wird auf der Straße. Und eben, von dem, das ist einfach wirklich ein schönes Leben, das man hat. Und man genießt das. Und ich probiere natürlich, wenn jemand ein Fötchen will, probiere ich das zu erfüllen, die Wünsche. Weil, als ich klein war, habe ich immer ein Fötchen. Und da bin ich immer traurig, wenn ich dann keins bekommen habe oder wenn ich keine Unterschrift bekomme, bin ich traurig. Und darum wollte ich jetzt, wenn mich jemand fragt, für ein Autogramm oder für ein Viertel, dann wollte ich das immer erfüllen. Du erfüllst oder versuchst, die Wünsche zu erfüllen. Selber bist du im Moment wünschlos glücklich? Ja, im Moment bin ich glücklich. Ich wollte jetzt einfach schauen, dass wir mit Sion da hinten rauskommen. Aber da bin ich sehr optimistisch, dass es gut kommt. Was liegt noch drin beim FC Sion? Wir schauen Spiel für Spiel. Wir wollen jetzt auch schauen, dass wir jedes Spiel gut gestalten können. Und dann sehen wir am Schluss, wie es rauskommt. Und der nächste Match kommt schon bereits. Wie sieht es aus? Wie will man da spielen? Was hat man sich vorgenommen? Ja, jetzt haben wir 2 Wochen Zeit, um uns vorzubereiten für den Match gegen Zürich. Und da will man natürlich alles machen, dass wir den Match gewinnen können. Wir spielen zuhause sind wir stark. Wir haben eine gute Mannschaft, wir haben eine gute Ambiance. Also da sehe ich nicht, dass wir da den Match nicht gewinnen. Ihr spielt gegen Zürich in Zürich. Zürich ist auch deine Heimat in dem Sinn. Wie ist das immer wieder, wenn du zurückkommst, gegen GC, gegen Zürich zu spielen? Ja, es ist natürlich immer speziell, weil ich habe meine Kollegen auch dort in der Mannschaft, aber auf dem Platz hat man dann die Kollegen nicht mehr. Dann ist man nur da für den FC Sion und muss den Match gewinnen und fertig. Und da dabei wünschen wir dem Steven Diana und dem FC Sion natürlich weiterhin viel Glück, mehr Glück als vielleicht bis jetzt ist da gewesen, einen weiteren guten Verlauf von der Saison und hoffentlich weiterhin Hop Sion.